Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Erst einmal wünsche ich euch allen einen wunderschönen ersten Advent. Es ist unglaublich, wir haben schon Dezember und die Weihnachtszeit kommt jetzt und wir haben bald Weihnachten und das ist so unfassbar, wie schnell das Jahr schon wieder rumgegangen ist. Wahnsinn. Nichtsdestotrotz, bei mir ist es jetzt gerade kurz nach 10 und ich habe gedacht, hey, du hast hier noch so eine Tüte voller DM-Sachen stehen, die mal abgefilmt werden müssen. Und da viele von euch ja diese Hands-on-Videos auch echt klasse finden, da man die Produkte halt richtig gut sieht, wie man sie halt, als hätte man sie selbst in der Hand, habe ich gedacht, mache ich das jetzt mal, dann kann ich die Sachen auch gleich wegräumen. Ich hatte gerade auch tierisch Lust, das zu machen. Und ihr habt noch ein Video für alle, die das jetzt heute am späten Sonntagabend noch schauen und ansonsten halt, wann auch immer ihr, was ihr jetzt gerade für einen Tag habt. Ich würde sagen, ich greife einfach immer meine Tüte und stelle das dann hier so ein bisschen hin, zeige euch, was ich so geholt habe. Das ist hauptsächlich so Pflege und andere Produkte, also kaum Schminke, dekorative Kosmetik. Aber ich denke, es könnte ein interessanter Haul für euch sein und ich fange jetzt einfach mal an. Ich greife jetzt mal meine Tüte und fange mit zwei Produkten an, die ich mir mal gegönnt habe. Und zwar handelt es sich hier um zwei Haarprodukte von L'Oréal Paris. Und das ist die... was steht hier drauf, aus der Average-Reihe, ein Shampoo, Reparaturshampoo für strapaziertes und beschädigtes Haar und dann halt noch die Spülung dazu. Die Produkte sind relativ teuer für Drogerieprodukte, aber es ist halt L'Oréal. Eins kostet 3,95 und ich muss sagen, ich bin momentan so ein bisschen am Ausprobieren von L'Oréal, also von den auch generell von teureren Marken aus der Drogerie, von DM. Weil ich einfach mal neugierig bin und deswegen habe ich das jetzt mal mitgenommen. Es riecht auch nebenbei noch wahnsinnig gut, also ich kaufe meine Shampoos immer nur, wenn sie gut riechen auch. Also wenn die mir nicht gefallen, dann egal wie gut sie vielleicht sind, hole ich sie mir ehrlich gesagt nicht. Ich habe das jetzt schon zweimal verwendet und ich muss sagen, ich bin jetzt schon wahnsinnig positiv überrascht und begeistert. Selbst wenn man die Haare nur mit dem Shampoo eingeschäumt hat und danach ausspült, sind die schon richtig schön weich und irgendwie so, ja, also entklettet, sage ich mal. Und mit der Spülung dann danach ist es Wahnsinn. Also die Haare sehen dann nach dem Föhn, nach dem Stylen, beziehungsweise nur nach dem Föhn, ich style sie ja meistens nicht mal groß, sind sie wahnsinnig schön einfach. Die sehen wahnsinnig gepflegt aus. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon mega begeistert und ja, irgendwo muss für den Preis ja auch irgendwas zu sehen sein, denke ich mir mal. Und ja, hier gerade mal, ich wische das mal weg, gerade gekleckert, weil da Wasser rauskam, weil ich es wie gesagt schon benutzt habe. Und es gibt auch passend dazu, da habe ich mir auch gedacht, wenn schon, denn schon, gönne ich mir mal für 5 Euro diese Kur auf eine Tiefenmaske, seidige Nährpflege Average für strapaziertes und geschädigtes Haar. Und ich finde die Verpackung halt auch sehr hübsch in diesem Gold gehalten. Und die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, wenn man die Produkte alle in Kombination verwendet, hat man Hammer-Ergebnisse. Also ich bin gespannt und ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ihr das mögt. Ja, dann zeige ich euch nochmal eine Spülung. Und zwar von Dove, auch in so einer Tube, wie ihr sehen könnt. Das ist jetzt aus dieser Oxygen Feuchtigkeitspflegereihe. Für feines, kraftloses Haar, die Spülung. Das liegt daran, dass ich das Shampoo schon habe und jetzt nochmal die passende Spülung dazu mir nachgekauft habe. Relativ neu ist die Reihe ja auch. Also gibt es schon ein paar Wochen, aber relativ neu noch. Und ja, das Shampoo hat stolze 5 Euro gekostet, also auch 4,95. Aber ich muss halt sagen, ich, wie gesagt, teste das momentan mal, die teuren Produkte. Und das Shampoo finde ich bis jetzt sehr gut. Und ich denke, mit der Spülung in Kombi ist das dann auch nochmal... Nur nochmal besser, weil ich immer sehr gerne Spülung verwende, weil es die Haare halt so schön weich macht. Genau, das wäre das. Dann gucke ich mal, ich habe halt sehr viel gekauft an Shampoo und was heißt sehr viel, relativ viel für einiges, wahrscheinlich sehr viel, weil so viel braucht man nicht. Aber ich habe meinen Vorrat mal wieder aufgestockt und Dann habe ich jetzt noch von Pantene mir eine Reihe mitgenommen. Ich war, wie ihr seht, im Kauffieber und ich denke mir, Shampoo und Duschgel und sowas verwendet man eh immer. Das wird ja nicht schlecht, also das kann man immer da haben. Und solange man es aufbraucht, finde ich es auch okay. Von Pantene Pro-V, hier diese Repair and Care-Reihe, Shampoo und Spülung. Ich muss sagen, ich war früher... fand ich die Produkte ganz gut. Dann war ich eine Zeit davon ab, weil ich gehört habe, da sind irgendwie Stoffe drin, die Hunger machen sollen und so. Und weiß ich auch nicht. Also
was da immer so erzählt wird. Was mich jetzt wieder dazu gebracht hat, die auszuprobieren, ist Folgendes. Ich stelle die schon mal hier hin. Also da hat eins 1,95 gekostet. Na, wie machen wir das mal so? Was mich dazu gebracht hat, ist, wie gesagt, eine Aktion. Und zwar, wenn man zwei Produkte von Pantene Pro-V kauft, bekommt man eine Kur umsonst. Und zwar ist es diese Tube. Und ich dachte mir, da musst du zuschlagen, weil die kostet sonst normalerweise 3,95. Und ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin momentan viel dabei, meine Haare zu pflegen mit Kuren. Und es funktioniert auch tatsächlich super, nachdem mein Friseur meine Haare verhauen hatte ein bisschen. Haben die sich jetzt echt relativ gut erholt jetzt in der letzten Zeit. Und ja, das ist halt die passende Kur, Repair and Care, 2 Minuten Intensivkur. Ja, bekämpft Anzeichen von Haarschäden und ja, 4 Euro gespart, würde ich mal sagen. Ist ein klasse Deal. Gilt, glaube ich, auch noch ein bisschen, müsst ihr mal schauen. Aber wenn ihr das unbedingt haben wollt, würde ich lieber schnell sein, weil ich weiß nicht, wie lange das genau gilt. Ja, dann mache ich weiter mit Balea. Und zwar ist da eine neue Dusche rausgekommen. Und zwar die Kirschdusche. Haben vielleicht auch schon viele gesehen. Und die Verpackung ist wieder der Wahnsinn. Also ich liebe Balea-Produkte und das Design der Produkte. Wahnsinn immer. Also wahrscheinlich geht es euch da nicht anders. Der Preis 55 Cent unschlagbar für 300 Milliliter ist auf jeden Fall jede Menge. Und ja, also mein Freund ruft gerade an, merke ich. Aber Schatzi, tut mir leid, ich muss jetzt weiterdrehen. Nee, auf jeden Fall musste die mit. Es ist eine neue Sorte, ich muss das ausprobieren. Riecht relativ süß, aber ich muss sagen, geht noch. Also sonst bin ich nicht so für diese ja, süßen Gerüche, künstlichen. Aber die fand ich, oder die Geruchsrichtung fand ich gar nicht schlecht. Und ebenfalls für 55 Cent musste dann noch die Milch- und Honigdusche mit. Die habe ich jetzt schon so oft nachgekauft. Und ja, ich bin absoluter Fan davon und werde sie, glaube ich, auch, solange es sie gibt, immer mal wieder nachkaufen. Finde ich einfach hammerlecker. Und ja, ich finde, Duschgel für diesen Preis ist einfach unschlagbar. Und ich sehe gerade, oh Gott, was sich so angesammelt hat in den letzten Wochen, habe ich noch ein Duschgel gekauft. Und zwar Balea Hochgefühl. Die kostet allerdings 85 Cent. Ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich ist das ja jetzt nicht irgendwie anders von der Aufmachung her. Und ich weiß auch gar nicht, die gibt es schon länger, aber da steht jetzt auch nicht Limited drauf. Ist hier aber, denke ich mal, die geht auch irgendwann raus. Aber naja. Es ist ein anregendes Duscherlebnis, steht hier drauf. Und die hatte ich auch schon zweimal. Und ich dachte mir, die nimmst du jetzt nochmal mit, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, wie lange es die noch gibt. Und ich finde die auch echt richtig lecker. Ja, und ihr denkt wahrscheinlich, ich bin bekloppt. Aber wie gesagt, ich stocke meinen Vorrat mal auf. Von Nivea, mein absolutes Lieblingsduschgel, das Frangipani and Oil. Ja, muss auch von Zeit zu Zeit immer mal wieder mit, weil das wirklich eins meiner Lieblingsduschgele ist. Und beziehungsweise ist eigentlich fast mein Liebstes und ich liebe das, ja. 1,25 hat es gekostet, genau. Und wo ich jetzt gerade hier am Ende bin, dieses süße Schneemännlein habe ich auch von DM. Ich glaube, das hat mich 1,95 gekostet, genau. Die haben jetzt auch super schöne Weihnachtsdeko und das musste mit, fand ich super süß, diesen Schneemann. Und für alle, das hatte ich vergessen am Anfang jetzt zu erwähnen, die sich fragen, wow, wo ist diese Schminkaufbewahrung her, diese Acrylbehältnisse, die habe ich von Muji. Müsst ihr mal googeln, muji.com oder die, ich bin mir gar nicht sicher. Den Store gibt es in Hamburg, da bin ich extra mit meinem Freund hingefahren. Und um euch zu beruhigen, ich werde nochmal ein gesondertes Video dazu machen und dann halt auch zu meiner Schminkaufbewahrung. Wobei sich dort in 2 Wochen einiges tun wird, aber genaues dazu werdet ihr noch erfahren. Ich verrate noch nicht zu viel. Und ja, seid einfach gespannt, es wird ein großer Umbau stattfinden. Nicht nur ja, innerhalb meiner Schminksammlung, sondern auch räumlich. Und wie gesagt, wird kommen. So, dann habe ich mir von Nivea das Satin Sensation Antitranspirant mitgenommen. Was hat das gekostet? Ich glaube knapp unter 2 Euro, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich habe die Kassenzettel auch nicht, weil das wieder mehrere Einkäufe waren. Und ja, das habe ich mir mitgenommen, weil es wahnsinnig gut riecht und ich das auch echt gut finde. Da hatte ich mal so eine kleine Probiergröße von und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Ja, früher mochte ich Nivea gar nicht so gerne, aber ich finde irgendwie, ja, wird das bei mir immer mehr. Und
Ich finde es echt klasse und deswegen musste ich es mir in groß kaufen. Zumal meine Deos auch beide, die anderen beiden, die ich habe, fast leer sind. So, dann gucke ich mal. Dann habe ich mir noch wieder was gegönnt und zwar von L'Oreal, das Skin Perfection Reinigungsfluid. Das hat jetzt eine neue Aufmachung, also das gibt es ja schon länger, sieht jetzt aber ein bisschen anders aus. Das kaufe ich mir auch ab und an mal, kostet 4 Euro und das benutze ich halt super gern zum Abschminken. Das ist für trockene und sensible Haut, für Gesicht, Augen und Lippen. Damit bekommt ihr euer Make-up wahnsinnig gut runter. Also es brennt nicht, es juckt nicht und man kriegt keinen Ausschlag oder irgendwie Hautirritationen. Es geht super schnell ab, wenn man das ein bisschen einwirken lässt mit Wattepads auf den Augen. Und ja, also ich finde, das ist die beste Variante, um sein Make-up wirklich runterzubekommen und ich liebe das. Switche immer mal so zwischen dem und dem Augen-Make-up von Bel Air, weil der halt ein bisschen günstiger ist. Bei 3,95 ist das schon ein bisschen viel, aber ja, ich finde es gut. Und wie viel sind hier drin? 200 ml geht bei mir relativ schnell leer, leider. Ja, ich versuche aber schon sparsamer damit umzugehen. Dann, was habe ich denn noch? Ich muss mal gerade schauen, was nehme ich als nächstes? Genau, ich habe Handcreme und zwar, Moment, jetzt muss ich hier gerade mal schauen, drei verschiedene. Und zwar einmal von Balea, das ist diese hier mit Kamille, ein Hand- und Nagelbalsam, das gab es umsonst. Da habe ich so einen Gutschein per Post bekommen, weil ich ja Payback-Kunde bin und ja, habe die von DM zugeschickt bekommen. Beziehungsweise den Coupon durfte sie mir dann abholen. Richtig coole Aktion. Habe ich noch nicht getestet. Finde ich auf jeden Fall echt klasse, weil für den Winter ist sowas natürlich zu gebrauchen. Ich muss sagen, viele von euch wissen das. Ich habe ja Handcremes gehasst, aber seitdem ich jetzt arbeite und halt arbeite und Kartons aufschneide und am Packen bin, mitunter merkt man das schon, dass die Hände rissig werden und trocken werden, weil ich halt auch viel auf der Arbeit meine Hände wasche und ich fange jetzt wahrscheinlich dieses Jahr tatsächlich an, Handcremes zu verwenden. Ja, und weil die hier von Handsan so gut gerochen hat oder riecht, die ist mit Arganöl, musste die auch mit, ich glaube, die hat auch nur knapp über einen Euro gekostet, 1,15 oder irgendwie so, also relativ günstig. Musste die mit, also die riecht wahnsinnig klasse und die will ich jetzt mal ausprobieren. 33% mehr Inhalt, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Verpackung fand ich auch sehr schön. Und ja, genau. Und halt für die Arbeit besonders habe ich mir dann noch von Balea das Handkonzentrat mitgenommen. Ich weiß nicht, das lag auch so bei irgendwie 1, 2 Euro, glaube ich. Das ist parfümfrei mit, was steht da? Babasuöl oder so. Für strapazierte und rissige Hände, extra für den Winter. Also ein Kälteschutz steht hier drauf. Ist halt eine süße kleine Tube, die man dann auch schnell in die Handtasche stecken kann mit 50 ml. Und ja, fand ich auf jeden Fall sehr ansprechend. Habe ich gestern auch schon benutzt. Und meine Hände, habe ich das Gefühl, saugen momentan alles so heftig schnell ein. Also man merkt, sie brauchen Feuchtigkeit und die gebe ich ihnen jetzt auch. Genau. So, dann, womit mache ich nun weiter? Muss ich mal schauen. Genau, und zwar habe ich mir noch was gegönnt. Ihr seht schon, ich kaufe relativ viel L'Oreal momentan. Und zwar diese Hydra-Active 3 Tagescreme, eine Feuchtigkeitspflege. Das ist die passende zu diesem Reinigungsfluid. Und die wollte ich schon länger mal ausprobieren. Hab zwar noch Cremes da, aber jetzt dachte ich mir nach der Zeit, gut, du guckst sie immer wieder an, die kostet 3,25. Jetzt nimmst du sie mal mit. Hier steht drauf mit Vitamin E, Hydro-Komplex plus Ceramid, hydratisierend. Schutz und ja, trockene und sensible Haut. Genau, die habe ich gestern auch schon ausprobiert und ich muss sagen, die ist wahnsinnig toll. Also kann ich auf jeden Fall schon mal ab, die vertrage ich gut. Karton schmeiße ich jetzt schon mal weg. Die schaut so aus, halt in so einem Tiegelchen. Und was ich hier auch immer gut finde, die haben halt immer noch diese Schutzkappe, diese etwas teureren Cremes von L'Oreal. Genau, riecht wahnsinnig toll, also mag ich sehr gern und zieht relativ schnell ein. Also am Anfang nicht gleich zügig, aber schon relativ schnell, denn ich mag das nicht, wenn Cremes nicht einziehen und die ist gerade noch, also perfekt eigentlich, nicht zu lange dauert das. Genau, die habe ich mir auch noch mitgenommen und bin schon gespannt, wie die sich jetzt so rentiert. Also ich denke, im Winter kann man da auch gut Feuchtigkeitspflegen verwenden, das ist auf jeden Fall notwendig. Dann, womit mache ich weiter? Habe ich mir eine ganz coole Sache gekauft, finde ich ja mal mega interessant. Und zwar von Evelyn so einen Cognac-Gesichtspflegeschwamm. Irgendwie haben wir den nur schon ein Weilchen, aber ich habe den jetzt erst entdeckt.
Das ist mit grünem Tee und ein Massageeffekt sanft, steht hier unten noch drauf. Kostenpunkt war, glaube ich, 2,50, so irgendwas bei 3 Euro. Und ja, was steht hier drauf? Hier steht drauf die Wirkung. Im feuchten Zustand ist der samtweiche Schwamm besonders für normale und trockene Haut geeignet. Der Eveline Cognac Gesichtspflegeschwamm kann sowohl mit als auch ohne Reinigungszusatz verwendet werden. Die besondere Netzstruktur des Schwammes massiert die Haut sanft. Das zarte Peeling entfernt auf ganz natürliche Weise abgestorbene Hautschüppchen und die Durchblutung der Haut wird angeregt. Das Hautbild wird rosig und zart. Der Eveline Cognac Gesichtspflegeschwamm ist ein Naturprodukt. Er besteht aus Pflanzenfaser, der Cognac-Wurzel und so weiter und so fort. Könnt ihr euch ja bei Interesse gerne selber alles nochmal durchlesen. Steht noch ein bisschen mehr. Ja, was ich auch echt cool finde, der ist halt getränkt. Also man sieht das in echt richtig. Der ist richtig feucht. Und ich bin mal sehr gespannt. Also finde ich eine richtig coole Sache. Freue ich mich schon, den auszuprobieren, um ehrlich zu sein. Und ja. So, dann musste mit von Eveline mal wieder. Da habe ich mir zwei Packungen Maxi-Pads mitgenommen. Die dritte ist schon in meinem Acrylbehältnis für 65 Cent pro Packung. 40 Stück, wie gesagt. Und die kaufe ich eigentlich immer. Die finde ich echt klasse. Und dann habe ich mitgenommen von L'Oréal El Vital diese Anti-Haarbruch-Intensiv-Aufbaumaske. Die war reduziert, die geht jetzt raus für 50 Cent. Und da ich sehr viel Pflege gebrauchen kann momentan, ja, musste die auch mit. Die tue ich mal hier hinter. Genau, so, dann, was habe ich noch? Habe ich mir für, oh, lass mich lügen, ich glaube 85 Cent oder so, diese Dali-Haushaltskernseife mitgenommen. Und für alle, die jetzt denken, wofür brauchst du denn sowas? Die benutze ich, um meine Pinsel zu waschen. Das ist nämlich eine viel günstigere Alternative, als diese Pinselseife für 10 Euro oder so zu kaufen. Und klappt eigentlich immer sehr gut. Ich muss sagen, ich habe seit Wochen keine Pinsel mehr wirklich benutzt, weil die alle dreckig sind und ich irgendwie zu faul war und nie Zeit hatte, die zu waschen. Deswegen war das mein Ansporn. Ich habe mir jetzt mal eine neue gekauft, weil meine alte halt leer war auch. Und jetzt muss ich mich echt mal die nächsten Tage dran machen, meine Pinsel endlich zu waschen und ja, wieder den Luxus eines Pinsels genießen zu können. So, dann habe ich mir noch mitgenommen was Neues. Das war in so einem Aufsteller auch mit den Pore Minimizer Baby Skin von Maybelline. Ja, und zwar dachte ich mir, probiere ich sowas mal aus für halt ein ebenmäßigeres Hautbild, wenn man mal schick ausgehen will oder so. Unter dem Make-up, also nicht für den alltäglichen Gebrauch. Ich habe jetzt auch nicht so große Poren eigentlich, aber wenn man es mal richtig ebenmäßig und perfekt haben will, das Hautbild, dachte ich mir, ist das vielleicht eine coole Sache. Hier steht hier, reduziert die Sichtbarkeit von Poren, lässt die Haut atmen. Nur für Erwachsene steht hier drauf. Auch interessant, habe ich noch gar nicht gesehen. Kostenpunkt war, glaube ich, boah, lass mich lügen, weiß ich auch gar nicht mehr, um die 7, 8 Euro. Und ja, genau, das war der. Der musste mit. Und was habe ich dann noch? Dann habe ich mir Balea frische Sohlen gekauft, mal wieder. Die kaufe ich eigentlich immer nach, weil ich es einfach irgendwie hygienischer finde, sowas in den Schuhen zu tragen und die dann mal auswechseln zu können, als wenn man beispielsweise seine Sportschuhe und so immer voll schwitzt und ja, ne? Größe 39,41 mit frische Duftbeugen, Fußgeruch und Fußpilz vor, ultra dünn und atmungsaktiv. Also ich finde die echt klasse, für 2,75 hat man immer 8 Paar, steht da oben auch drauf. Und ich kaufe die irgendwie immer. Also ich finde die echt klasse, 8 Paar halten auch relativ lang und finde ich super. Dann habe ich mitgenommen, muss ich mal schauen, wie ich euch das zeige, das kann ich jetzt gar nicht alles noch mit hier hinpacken. 2 tatsächlich Tropfkerzen. Einige von euch werden sie kennen, andere wiederum nicht. Ich habe davon vorher noch nie wirklich was gehört, erst während meiner Ausbildung und jetzt habe ich sie gesehen bei uns. Das sind halt die, die so, ja, wie der Name schon sagt, tropfen und das, die sind dann halt für eine Flasche und dann ja, legt sich der Wachs so da rum oder das Wachs, der Wachs, das Wachs, ne, das Wachs. Ja, und ich möchte das einfach mal sehen. Die haben, glaube ich, 1,45 gekostet, wie gesagt, 2 Stück und ich möchte das einfach mal sehen. Ich war neugierig. Genau. Dann habe ich mitgenommen einen wunderschönen Teller und zwar in dieser schönen Bronzefarbe. Also finde ich richtig schön, der passt jetzt gar nicht aufs Bild. Für 1,95 und da möchte ich so ein süßes Weihnachtsgesteck selber basteln mit meiner Omi. Und ja, genau. Den versuche ich mal hier hinterzustellen. So, genau. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Kosmetik auf und noch eine Creme. Und zwar habe ich mir
Die ist ja auch relativ neu, jetzt die Pflegecreme mit lieblich süßem Kirschduft mitgenommen für 1,25 50s Forever. Riecht halt sehr, sehr toll nach Kirsche. Passend jetzt auch vielleicht zum Duschgel. Sieht weiß aus. Habe ich noch nicht ausprobiert, kam ich noch nicht zu, aber werde ich natürlich machen. Dann habe ich mir so ein Pröbchen mitgenommen für 95 Cent von Astor, das Perfect Stay Make-up in der Farbe 200. Das ist ja sehr gehypt jetzt auch auf YouTube, dadurch, dass es diese Probiergrößen zu kaufen gab, was ich eine mega geile Idee finde. Also ich glaube, da würden nicht nur die ganzen Firmen mit Umsatz machen, sondern es ist einfach wirklich eine geile Sache, mal so auf Deutsch gesagt, um Make-up zu testen, weil das ja auch immer schwer ist, ob man das verträgt, wie man die Konsistenz findet, kommt man damit klar oder vor allen Dingen auch den richtigen Hautton erstmal finden. Finde ich mega gut und ich bin schon sehr gespannt, das auszuprobieren für 95 Cent, mega genial. Ja, und dann habe ich mir von der Limited Edition Vienna Art das Powder Blush in der 1001 Floral and Ornament mitgenommen. Habe ich auch schon verwendet. Schaut so aus, ich mag ja diese klassischen Verpackungen von Catrice sehr gerne. Das Muster ist wieder wunderschön, also ich war schon drin, ihr seht es, super, super schöne Farbe. Und ich finde es einfach richtig schön, also ich swatche euch das nochmal. Ich hoffe, das könnt ihr jetzt erkennen wegen dem Licht. Also es kann man halt heller halten oder so richtig schön korallig, wie man das will, wo man halt reingeht. Ihr seht es, richtig, richtig schön. Ich hoffe, das geht mit dem Licht einigermaßen. Ich mag es sehr, sehr gerne leiden und ihr wisst es, ich bin ein absoluter Blush-Junkie. So ist es und ich glaube, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, genauso was Lippenstifte anbelangt. Genau, so jetzt mache ich mal schnell meine Finger sauber. Dann geht's weiter mit einem Lippenstift, ebenfalls aus der Viennard LE und der hat auch so ein richtig schönes Design. Also, das Licht ist echt blöde. Aber ich bestelle mir jetzt Softboxen die Tage, damit ich dann auch jetzt zur Winterherbstzeit immer für euch Videos drehen kann. Ja, das ist so ein schöner Korallton mit so Goldschimmer drin. Ich denke, viele werden ihn auch vielleicht schon in anderen Videos gesehen haben. Ich muss sagen, ich habe ihn mir einen Ticken schöner vorgestellt. Also ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass es ein Lippenstift, den ich jetzt nicht so unbedingt oft tragen werde. Schade, weil die Farbe sah schön aus, aber auf den Lippen finde ich sie irgendwie gar nicht so besonders. Das habe ich eigentlich selten, wenn ich mir so Einzelstücke kaufe. Naja, jetzt gucke ich mal in die Tüte, die ist leer. Jetzt habe ich aber noch Kerzen und zwar habe ich mir einmal mitgenommen, zeige ich euch mal schnell, für knapp 3 Euro, also 2,75 oder so glaube ich, die 8-Stunden-Lichter von Profissimo, von der Hausmarke von DM, das sind 30 Stück. Wie ihr sehen könnt, hat meine Mama sich schon welche gemobst. Ich finde es halt cool, dass die 8 Stunden brennen. Ich glaube, die normalen tun das 6 Stunden lang oder so. Ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall halt, haben eine kürzere Brenndauer. Deswegen habe ich die mal mitgenommen. Dann habe ich mir mal was ganz Extravagantes mitgenommen, und zwar Maxi-Duftlichte Schokotrüffel. Ich habe schon öfter daran gerochen, seitdem es die gibt, und ich war irgendwie immer hin und her gerissen. Fand es einen Tag irgendwie total eklig und den anderen fand ich schon wieder lecker. Ich glaube, das kommt tatsächlich auch drauf an, ob man Hunger hat oder nicht. Total bekloppt. Aber wie ihr nicht sehen könnt, aber ich sag's euch, die brennen da oben. Und ich finde, die riechen irgendwie ganz angenehm. Also zum Ausprobieren auf jeden Fall mal cool. Da sind jetzt 12 Stück drin und kosten 2,75, meine ich auch. Genau. Und dann, es ist Weihnachten, habe ich mal die Weihnachtsbäckerei 6 Stunden Duftlichte mitgenommen. Riechen auch sehr lecker, riechen irgendwie so nach, ich muss nochmal riechen. Ja, sehr süß, also nicht wie Spekulatius oder so, aber irgendwie, weiß ich nicht. Viele werden sie vielleicht auch eklig finden. Normalerweise bin ich, wie gesagt, auch nicht so der Fan von künstlichen Gerüchen, aber ich finde, die riechen irgendwie total lecker. Und vor allen Dingen, ich merke das jetzt auch bei den Trüffelkerzen, wenn die jetzt im Glas brennen, ist das nicht so intensiv. Also man riecht schon, wenn man ins Zimmer kommt, aber halt nicht so stark, als würde man an einer Packung riechen. Genau, die kosten auch knapp 3 Euro. Ja. So, jetzt schaue ich mal rum. Tüte ist leer. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Das sollte alles gewesen sein. Und das reicht natürlich auch schon mal wieder. Es war jede Menge. Also, ich bin erstmal wieder eingedeckt, würde ich sagen. Und werde das jetzt gleich mal schön einräumen. Und ich finde den Schneemann so süß, ne? Müsst ihr mal schauen. Vielleicht findet ihr den auch noch. DM hat ganz, ganz tolle Weihnachtsdekorationen. Jetzt hier haben wir so Tische überall. Und da sind echt tolle Sachen bei. Also, muss ich schon sagen. Ja, ich freue mich auch schon voll auf die Weihnachtszeit und aufs
backen und überhaupt, also es ist wunderschön. Diese Woche werde ich auch mal mit meinem Freund auf den Weihnachtsmarkt gehen und habe da schon mega Lust drauf. Wie ist das bei euch so? Seid ihr auch so Weihnachtsfans? Also ich muss sagen, irgendwie, ich war es nie. Nie so wirklich. Aber dieses Jahr merke ich es. Ich bin total in Stimmung. Ich weiß auch nicht. Ja, also schreibt mir das mal und vielleicht habt ihr auch Sachen davon, irgendwie, die ihr toll findet. Oder ich habe euch angefixt oder ihr habt schon was davon zu Hause. Lasst mir gerne eure Kommentare da, was auch immer ihr mir schreiben wollt. Ja, mir hat das Video sehr viel Spaß gebracht. Und weil ich gerade so in Fahrt bin, werde ich gleich im Anschluss noch das nächste Video drehen. Das wird die neue Degusta-Box sein, die wieder leckere Sachen beinhaltet. Ich musste schon reingucken, ich konnte es nicht lassen. Ja, das wird ein kurzes, knackiges Video. Das will ich nicht zu lang machen, weil einige gucken das halt gerne. Aber es gibt auch viele, die das nicht mögen. Deswegen mache ich es gleich kurz. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich freue mich schon, wenn ich jetzt meine Softboxen bestelle und die habe. Ja, und in 2 Wochen, wie gesagt, wenn ich meine Schminke umbaue und alles ein bisschen umbaue, mein Leben umbaue, kann man so sagen, dann, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, was auch immer ich gerade gesagt habe. Ich freue mich, ich werde berichten und ja, danke fürs Zuschauen, meine Lieben, und bis bald. Ciao.